Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kette auf Kopf. Ja, wir sind bei der Ausfahrt bei. Bergauf mag er das nicht so. Also, was machen wir da? Wir fahren nur bergab. Schwierigkeiten zum einen durch Stoppeln, dass die Räder einfach keinen Halt kriegen und wahrscheinlich durch Regen verstärkt. Geht's hoch und wir fahren wieder bergab. Es scheint nicht viel von der Höhe zu sein, aber wie gesagt, das ist, kommt nicht vorwärts, der Bursche. So, wir gleich wieder Dings anmachen. Die Lenkung. So. Und an. Und V. Wollen wir schauen, dass der Dünger rausgeht und Saatgut. Sonst kann es sein, dass wir komplett mal Dünger vergessen. Ne? Saatgut ist mir noch nicht passiert, aber wie gesagt, Dünger habe ich im letzten Fall schon passiert. Schlecht, weil das Düngerbild ist dann komplett anders. Ne? Und ich habe keinen Drittelmix am Hof, nur Phosphor. Ne? Ungünstig. Aber bergab zieht er gut durch. Das geht. So, aufpassen. Na, zum letzten Ende hat er nicht mehr richtig, wie man wollte, ne? So. Mit O das ausschalten. Sonst würde er im Prinzip daneben fahren, ne? Jo, 83 Grad Celsius, die CPU. Warum gerade die CPU so viel ist, das weiß ich nicht. Was gibt es hier zu berechnen? Erzählt mal. Oder schreibt mal rein in die Kommentare. Die Grafik ist klar, dass da entsprechend was berechnet werden muss. Aber die CPU, was berechnet die? Wachstum? Ja. Aber es kann nicht so viel sein. Das sind nur drei Felder, ne? Oder fünf Felder. So, mal ein bisschen Gas wegnehmen und O. Daneben. Ich muss nämlich die richtige Spur. So, T und V. Ja, das wäre mal interessant zu wissen, ne? Was aktuell so berechnet wird, ne? Denn wir haben keinen engagiert. KI-Verkehr kann doch nicht so viele Probleme machen. Ja, die Aussaat ist schon ein Hammer, ne? Das wird doch mehr. Da werde ich mir irgendwas einfallen lassen müssen. Die Aussaat ein bisschen so außerhalb machen, ne? Letzten beiden Felder werde ich vielleicht auch machen, mal sehen. Ja, wahrscheinlich. So, die nächste Bahn. Ich darf über das Feld fahren, als ungünstig. Meins. Tja, Regen. Das war nicht so geplant. Der Reste fahren klappt auch nicht, haben wir nichts. Wir haben wieder die Geräte dazu und auch wieder können wir das was holen, weil nichts da ist. Und für Klärschlamm wird bezahlen, ne? Das ist ja ein Witz, ne? Im Grunde können die froh sein, wenn wir abnehmen, ne? Oder sie müssen das abgeben irgendwo in eine Verbrennungsanlage. Da müssen die auch bezahlen. Aber ich glaube, es geht heute gar nicht mehr mit Klärstamm. Weil das einfach zu... Junge! Die Spur versaut, ne? Die Lenkung nicht aktiviert. Jo, das ist schlecht.
Geht Dünger raus, ja. Ja, den Wetter. Das funktioniert nicht gut, nicht gut. Ist leider schlecht. Was ich hier wieder spinnen zum Schluss. Anführungszeichen, ne? Warum bremst du jetzt ab? V, aufheben. Um, Lenkung aus. Mache ich deswegen aus, sonst geht er dauernd in eine Spur rein. Also wird er sofort links einschlagen, ne? Ja. Ach, da sieht man, sehe ich mal düngt. Ah. Wie gesagt, teilweise gut, teilweise schlecht. Das ist halt leider so. Aber wie das genau sich auswirkt, insgesamt aus auf die Ernte nachher, kann ich nicht sagen. Ich kann da keine Unterschiede erkennen. Ne? Aber ich bin wieder voll müde. Gibt's gar nicht. So, gleich mal Lenkung aktivieren. Dann V, bin früh. Das ist ja auch so ein Kompromiss, ne? Normalerweise muss man im Feld mindestens zwei Spuren quer fahren, ne? Dann würde das vielleicht besser sein. Weil vom Logischen her kannst du erst dann anfangen, wenn der Gruppe das, ne? Ja Leute, das sieht schlecht aus hier heute mit der weiteren Arbeit hier. Müssen mal abbrechen, zum Hof rüber springen. Das andere Feld ein bisschen nachdüngen. Phosphor zumindest. Das fehlt da sowieso. Wir machen den Traktor hier stehen lassen. Ich fahre mal ganz kurz nach oben wieder. Wie geht er? Auf Bremse. So, V. Lenkung ausmachen. Also die Aussaat unterbreche ich jetzt mal und werde gleich Feld 1 düngen, weil das ist ja möglich. Theoretisch. Stell den mal ganz oben ab, so dass wir startklar sind. Und muss ich nur entsprechend beim nächsten Mal beim Laden wieder alles aktivieren, ne? Dünger. Oh, oh. Oh, das ist natürlich KI, ne? Das Wetter berechnet wird. So. Bremse. Aber Sonne kommt raus. Ne, einsteigen in der Mitte. Also. So, dann. Wir springen über zum Hof. Ey, wir haben 15 drin, das passt. Ja, ist zwar etwas ungünstig, weil nicht zugedeckt ist. Ich weiß nicht genau, ob das gut ist. Das überhaupt abkoppeln. Ja, geht eine Tür öffnen oder abkoppeln oder dergleichen. Ist eigentlich nicht so günstig, wenn Regen rankommt, ne? Aber ob das vorgesehen ist, ich weiß es nicht. Dünger und Salz zieht ja allgemein auch Wasser an, ne? Das wird richtig fest. Also glaubt, das ist nicht so ideal, dass man drin bleibt. Weil ja auch das Zeug so aggressiv ist mit Rost und so, ne? Wenn man es längere Zeit nicht brauchen würde, wäre es ganz gut, wenn man leer machen würde und waschen, ne?
Da kommt auch gleich ein Auto. Düt hat nicht gemacht. Ja, Feld 1, bisschen düngen. Einmal rüber. Vor allem das erste Ende, ob wir da überhaupt nicht gedüngt haben, ne? Denn die Räder beim Gerät ziehen ist ganz schön heftig, das zieht durch. Gut, die Düngermenge wird nicht weniger, das ist mal ganz gut. Denn normalerweise wird bei Regen ja Dünger ja aufgelöst. Ne, also da wird der Regen ja durchzickern und irgendwie durch alle möglichen Ritzen, Entschuldigung, auslaufen. Denn hier müssen wir düngen. Und vor allen Dingen, letzte Ende. Da fange ich mal an. Nützt ja alle nichts. Bauer Hannes hat auch nur so ein Gerät. Hinten dran. Hat auch Vorteile. Weil. Braucht kein Gerät ziehen, ne? Ein Nahtteil. Geht nicht viel rein. So. Bremse. P. Ja. Das hätten wir schon mal. Müsste eigentlich das Schiff, sag ich dir, da parallel laufen. Ja, wir sind leider etwas zu weit weg. Tor zürnt. Gar nicht gemacht. So sieht gut aus. Mit dem kann ich leben. Einstellen. Traktor. Habe ich eingestellt. 300 Kilogramm. Ja, gut, das wird mal reichen. Wohl, hier können wir wieder mehr machen. Gehen wir auf 400 Kilogramm. 500. So. Tempomat. T. B. Oh. Dann werden wir mal kurz einstellen auf 20 km/h. Ist auf 40 Meter eingestellt, sieht zu wenig aus. Das ist mir so wenig als 42 Meter, passt. Gut. Das sieht ziemlich wenig aus, ne? Aber gut. Wenn da steht 40 Meter, dann wird schon passen, ne? Dann noch einmal zurück, dann müsste alles schon reichen. Hier schön weit fahren und dann bremsen. Die Lenkung war nicht ich, das war die Automatik. Auch ausschalten, das wäre ein Tipp, ne? Hier müsste man nicht mehr ganz so viel geben, aber es ist ja auch ein Grenzbereich. Ne? Links war ja ganz wenig und viel ganz. So. Ja.
Oh. Gas geben, ne? Und gleich mal gucken. Ja, sieht schon gut aus. Das Blaue wird weniger und wird Richtung Grün teilweise. Ja, das passt schon so. Von der Farbe her. Das Blaue wird wahrscheinlich so sein, dass zu wenig ist, ne? Dann haben wir ungefähr ausgeglichen, was wir dann zu wenig gegeben haben, ne? Denn ganz ohne Dünger ist auch unschlecht, ne? Ungünstig. So. Kurz reingucken. Aber vorbremsen. Feld. So, Feld 1. Ja, sieht schon freundlicher aus. Beim nächsten Mal nochmal gleich hier und dann war's das schon. Dann fahren wir zurück. So, die Show, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal ein dickes Dankeschön und fleißig reinschauen. Kreisverkehr. Nein, den Lenker ausmachen. Lenkung ist aus, jo. Ja, sag mal tschüss. Ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig reinschauen. Fleißig kommentieren. Falls einer das machen sollte, weil ich ja vorausproduziere. Aber trotzdem nochmal vielen Dank fürs Reinschauen. Jo, Montag geht's weiter. Nee, Sonntag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ab morgen, ne? Oder ab heute, ist egal. Oder erstmal schönen Restfreitag. Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.